Hallo meine Lieben, ich bin's euer Sparkoyote aka Thomas und heute geht's in diesem Video, ihr seht schon, komplett ein anderer Ort und ihr seht meinen Bildschirm im Hintergrund. Es geht darum, wie ich mein Portfolio sozusagen manage außerhalb des E-Bankings und da track ich meine Performance sowie auch Neueingänge von Dividenden und so weiter. Und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie das geht. Und es ist ganz einfach mit dem Programm Portfolio Performance. Es ist sogar komplett kostenlos. Es ist ein Open Source Programm und es hat eigentlich alle nötigen Funktionen, die man eigentlich sich nur vorstellen kann. Zum Beispiel auch dieses schöne Kuchendiagramm. Hier sehen wir, wie sich mein ganzes Portfolio aufbaut. Und auch schön geordnet nach den Positionen, also nach den größten Positionen. Also spricht der Absolutwert, zum Beispiel BFW Liegenschaften, das ist eine Immobiliengesellschaft, die hat sich in den letzten Monaten und Jahren extrem bewährt. Und da war eigentlich eine Initialinvestition von 3.000 Franken. Bisher liegt die jetzt im Moment sogar schon bei 4.550. Das heißt, ich habe schon über 50% Gewinn erwirtschaftet, also Buchgewinn. Plus noch die Dividenden, die ich jeweils erhalten habe, die letzten 2 Jahre. Und wenn man das noch hinzurechnet, wäre man da schon fast auf 4.800. Also das ist schon eine extreme Performance. Und hier sehen wir, es geht hier ganz rund bis zu den kleinsten Positionen wie Mobile Zone mit 2,8% und dann noch meine Kryptowährungen mit 0,28%, sogar 0,13% und so weiter. Und hier habe ich im Prinzip alle meine Investments drin. Also da ist sozusagen Tagesgeld, also sprich Geld auf dem Girokonto und so weiter, ist natürlich nicht drin, sondern da sind wirklich nur meine Investments aufgezählt, die zum Beispiel an der Börse sind oder in Form der Mietkaution, die übrigens auch relativ gut verzinst wird, also extrem viel besser als so ein Sparkonto oder so. Und eben die Kryptowährungen und das Cash UBS, das ist einfach mein Verrechnungskonto, wo die Dividenden eingelagert werden. Wir gehen jetzt mal hier zum Reiter Vermögensaufstellung. Dort sehen wir eine bessere Aufschlüsselung und ihr seht hier habe ich Europa, Nordamerika und ohne Klassifizierung. Ist alles selbstverständlich. Hier haben wir Aktien aus Europa, Aktien aus Nordamerika und hier haben wir Kryptowährungen und einfach Cashkonten. Ihr seht dann auch entsprechend, wo ich wie viel Gewinn, also Kursgewinn gemacht habe, sprich Buchgewinn, der ist natürlich noch nicht realisiert, oder auch Kursverlust. Wir sehen zum Beispiel hier, die letzten Tage hat Starbucks richtig ja, Probleme gemacht, oder auch zum Beispiel General Electric Company oder auch Altria, die sind ziemlich gedroppt. Aber das soll mir ja nicht wehtun, weil das sind also nur Buchverluste und die werden erst zu richtigen Verlusten, wenn man die Aktie verkauft. Außerdem bekommt man hier ja auch noch Dividende, das sehen wir hier hinten. Wie hoch die Dividendenrendite war innerhalb eines Jahres. Das ist ein guter Nennwert, weil dann weiß ich, wie viel Dividende habe ich erhalten in den letzten 12 Monaten von diesem bestimmten Unternehmen. Und das sagt mir jetzt hier zum Beispiel aus, dass ich bei Ascom Holding AG 4,83% erhalten habe und lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das sind die Nettozahlungen, also das, was effektiv ins Konto reingeflossen ist, wenn ich mich jetzt nicht irre und ansonsten sind es die Bruttozahlen, also so oder so, ich bin mir jetzt gerade echt unsicher, weil das hier jetzt nicht steht, aber so oder so ist es richtig. Das heißt, wir haben jetzt hier bei Ascom Holding 4,83% erhalten und bei zum Beispiel Credit Suisse sogar 9,93%. Hier muss man sagen, das sind nicht nur die Dividenden, sondern auch ich glaube, das waren Ankaufsrechte, die ich dann aber verkauft habe und die habe ich dann sozusagen als Dividende gerechnet, weil ich diese An also An oder Kaufrechte verkauft habe und dazu sagen, sozusagen nochmal eine. Also Cash bekommen habe durch diese Aktie. Dann haben wir hier auch Swiss Re bei 5,25% und zum Beispiel auch Cisco Systems mit 3,54%. Das liegt aber auch daran, dass ich ziemlich günstig gekauft habe, bei irgendwie 27 Dollar oder so. Oder auch Main Street Capital mit 3,58%. Da erhöht sich das natürlich noch ein kleines bisschen, weil das sind Monatszahler und ich habe diesen Titel noch nicht ein Jahr im Depot. Dasselbe mit Gladstone Commercial,
Corporation und hier zum Beispiel Starbucks relativ niedrig noch, aber ich denke, da kommt noch einiges in den nächsten Jahren an Dividendenerhöhungen. Und hier muss man natürlich dazu auch noch sagen, dass jetzt im Moment der Dollar relativ sinkt. Das heißt, das Problem ist natürlich, ich bekomme weniger Schweizer Franken ausgezahlt. Das heißt, selbst wenn die Dividenden um einige steigen, kann es sein, dass der absolute Wert in Schweizer Franken, den ich natürlich bekomme, immer noch gleich oder ähnlich bleibt. Hier sehen wir auch bei meinen Kryptowährungen, was sich getan hat. Kryptowährungen, zum Beispiel Bitcoin plus 36, Ethereum minus 21 und Litecoin minus 1,60. Das ist natürlich eben, das habe ich ja auch schon im Blogbeitrag erwähnt, das mache ich einfach mal so, weil ich da nichts verpassen möchte. Und ich meine, jetzt hier jeweils 25 € im Monat pro Währung schadet mein Portemonnaie nicht. Und da investiere ich einfach mal rein. Und selbst wenn ich einen Totalverlust machen würde, habe ich kein Problem damit. Also das ist wirklich so ein Jux, den ich einfach gerne mache. Und vielleicht zahlt er sich aus, vielleicht auch nicht. Und ich kann sonst in der Videobeschreibung mal diesen Beitrag, den ich geschrieben habe, verlinken. Und falls es euch interessiert, ich habe die Wallet Blockchain und Coinbase. Ich kann beide sehr gut empfehlen, wobei Coinbase viel interessanter ist, da man dort auch gleichzeitig drei verschiedene Währungen sich holen kann: Bitcoin, Ethereum und Litecoin. So, dann möchte ich noch gerne das Diagramm zeigen. Das ist nämlich extrem interessant. Wir sehen, ich investiere schon seit beinahe 3 Jahren, also sind ein bisschen mehr als 2,5 Jahre. Und wir sehen, das geht stetig nach oben. Und am Anfang waren das die Initialeinzahlungen von etwa gut 10.000 Franken, knapp, so in etwa. Und da habe ich mir halt schon Aktien gekauft. Das ging dann so weit, ich habe relativ lange nichts eingezahlt. Ein gutes, ja, das ist in etwa gut 4 Monate oder so. Und dann habe ich eine Auszahlung gemacht, weil ich dort Geld gebraucht habe für mein Business unter anderem. Und dann habe ich da danach ziemlich schnell wieder eine Einzahlung gemacht, also die sogar noch höher war, weil da brauchte ich kurzfristig Cash und das habe ich dann auch entsprechend schnell wieder zurückverdient sozusagen. Und hier ging es dann relativ bergab. Das war Anfang 2016, wenn ich mich nicht irre, oder beziehungsweise Ende 2015, da ging es dann bergab eine Zeit lang. Das war ja so ein kleinerer Crash, würde ich sagen. Da war ich dann auch bis zu ja, 20% im Minus mit dem Depot. Das war das Höchste, was ich miterlebt habe. Dann ging es wieder nach oben, beziehungsweise habe da eingezahlt, ging es weiter, immer weiter nach oben, habe immer mehr eingezahlt. Die Einzahlungsintervalle wurden immer mehr, weil ich entsprechend immer mehr verdient habe und so weiter. Und ihr seht, es geht hier eine schöne Kurve nach oben. Hier wird es immer mehr und mehr. Und hier sind wir jetzt praktisch schon in der Gegenwart. Und hier habe ich dann angefangen, weniger einzuzahlen, sprich, ja, ein bisschen mehr die Cash-Reserve aufzubauen, weil ich auch entsprechend höhere Fixkosten mittlerweile habe und auch etwas mehr Cash auf der Seite haben möchte. Natürlich werde ich nicht einfach aufhören zu investieren, sondern ich möchte einfach mal ein bisschen mehr Cash, also angehäuft haben und dann kann ich wieder beginnen zu investieren. Also ich denke mal, also in den folgenden Wochen und Monaten kommt das wieder. Das Ziel von den 55.000 Einstandswert bis Ende Jahr sollte eigentlich kein Problem sein. Also ihr seht, wir sind hier jetzt schon in der Gegenwart bei etwa 45.000 86 und 84 Rappen. Okay. Und die Dividenden fast 1400 akkumuliert, also sprich alle Dividenden, die ich bisher erhalten habe, das ist auch extrem cool. Und das Delta, das ist auch interessant, 4569 und 12 Rappen. Das ist im Prinzip das, was mein Depot bisher durch Dividenden und Kursgewinne erwirtschaftet hat. Also nicht alles ist realisiert. Und natürlich sind die Dividenden jeweils reinvestiert worden. Kommen wir zum nächsten Reiter Performance. Der ist auch extrem interessant. Da habe ich jetzt auch die letzten 3 Jahre eingestellt. Da sieht man das nochmal. Das Delta ist eben der Gewinn, den man sozusagen erwirtschaftet hat. Da sieht man auch, dass der interne Zinsfuß über die letzten 3 Jahre 9,13% war. Wenn man das jetzt auf ein Jahr herunterstellt,
sieht man, das war 9,7% die letzten 12 Monate. Das liegt natürlich jetzt auch daran, dass extrem viel Buchgewinne verloren gegangen sind, weil mein Depot war auch schon mal höher angesiedelt, aber das ist ja auch kein Problem, weil ich da nicht ans Verkaufen denke im Moment. Gehen wir zurück auf die 3 Jahre. Hier sieht man dann auch ziemlich gut, dass die Kurserfolge ganze fast 4000 waren. So, und unter anderem auch die Erträge, also die Dividenden, ganze 1842 waren. Gebühren entsprechend. Nee, das kann gar nicht sein. Also die Erträge waren 1800. Ach so, nee, doch, doch, das stimmt, sorry. Also die Erträge waren 1800, sprich, ich habe 1800. 42 Dividenden erhalten und die Steuern, also die Verrechnungssteuer, waren 444. Die Gebühren waren entsprechend, also das waren die Einkaufsgebühren schon 806, wobei diese jeweils oder ich diese jeweils auch in den Einkaufswert berechne. So, dann kommen wir weiter zum hier zum Dividendenreiter. Die anderen finde ich jetzt gerade uninteressant, jetzt hier für dieses spezifische Video. Aber hier sehen wir jetzt auch zum Beispiel dieses Bild hier. Das habe ich auch auf meinem oder auf meiner Dividendenseite auf dem Blog freigeschaltet. Das aktualisiere ich jeden Monat. Und hier sehen wir, dass seit 2015 die Dividenden massiv gestiegen sind, weil halt auch mein Depot immer größer geworden ist. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, im September haben wir im ersten Jahr 2015 nur 20 Cent oder 20 Rappen bekommen, weil ja ich die Royal Dutch Shell A-Aktie habe. Das heißt, wir haben eine Wahldividende. Das heißt, diese 20 Cent sind der Rest von den Wahldividenden. Und im 2016 waren das schon 4,60. Und im September diesem Jahres werde ich sicher extrem viel mehr Dividenden erhalten. Hier kann man das auch gut sehen im März. Im März waren das nämlich diese 6,55 von Royal Dutch Shell. Und in 2017 waren das schon um einiges mehr, also fast das Vierfache an Dividenden. Und das wird sich so weiterziehen. Und hier auch der April und Mai waren extrem, weil das sind immer die dividendenstarken Monate, wo die europäischen Unternehmen, die nur jährlich zahlen, halt alles ausschütten. Hier sehen wir zum Beispiel im 2015 hatten wir nur 88 Franken und dann schon 106 Franken und dann in diesem Jahr 319 Franken. Hier sehen wir das auch nochmal ein bisschen extremer mit 13 Franken und dann 145 und dann anschließend 297. Also das heißt, wir sehen, je größer das Depot wird, umso mehr Jahre verstreichen, umso mehr Dividenden sacke ich ein entsprechend. Hier kann man das auch nochmal. Oder wo ist das? Wo war das? Das war, ja, das war hier. Hier kann man das gut sehen. Die Dividendenerhöhung von zum Beispiel Ascom Holding, 2 Jahre gleich geblieben und im 2017 erhöht, aber da auch durch eine Gewinnausschüttung von einem Verkauf eines Teil- oder untergeordneten Unternehmens von Ascom Holding. Das heißt, vielleicht war das nur eine, oder es war nur eine Einmalzahlung oder auch Cisco Systems mit 17,65 und dann im darauffolgenden Jahr 2017 2020 ausgezahlt. Also das wächst stetig. Das heißt, man sieht dann auch schon das Dividendenwachstum nur innerhalb 2 Jahren und das motiviert dann auch einen. Genau. So, dann haben wir noch die Dividenden pro Jahr. Da sieht man dann auch die akkumulierten Dividenden in jedem Jahr. Da sieht man schon, da habe ich mein Geld praktisch schon, also die Dividenden verdoppelt von 2015 auf 2016 und von 2016 auf 2017 auch schon mehr als verdoppelt. Und hier nochmal das Ganze mit einem, ja, mit einem Diagramm, wo man ganz genau sieht, wo man eigentlich steht oder seit wann man das letzte Jahr überholt hat. Also hier sehen wir zum Beispiel, dass ich im, ja, so im April, Ende März, Anfang April habe ich bereits den Monat oder habe ich bereits das Jahr 2015, 2000, doch 2016 überholt. Ihr seht, wir gehen hier mal ein bisschen rüber. Hier, ja, so im April würde ich sagen, haben wir 2016 eingeholt und alles, was danach ist, ist schon über 2016. Und es ist natürlich so, dass man das,
jedes Jahr dann immer besser sieht. Also auch schon letztes Jahr von 2016 und 2015 der Vergleich, habe ich mich schon riesig gefreut, als ich dann schon vor Mitte des Jahres mehr als im ganzen Jahr 2015 verdient habe. Und das ist halt so ein fortwährender Prozess, der sich hoffentlich dann auch mit jedem Jahr wiederholen wird, dass man immer mehr als im vorherigen Jahr verdienen wird. Und es ist natürlich auch nur logisch, wenn man auch immer mehr einzahlt und die Dividenden reinvestiert, übrigens. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt so die wichtigsten Dinge gezeigt, die ich euch zeigen wollte. Wenn wir hier nochmal zurück auf das Bild hier gehen mit dem Kuchendiagramm, das finde ich schon fast das Beste. Und auf jeden Fall, falls ihr schon so ein Programm gesucht habt, Portfolio Performance ist extrem gut mit allen Funktionalitäten und es ist natürlich komplett kostenlos und sogar erhältlich, also auf Windows und auf Mac. Also ich benutze es gerade auf Mac, aber es ist ganz kompatibel mit Windows und soweit ich weiß auch auf Uni, also man kann es auch auf irgendwie Ubuntu oder sonst irgendwas benutzen und das Ganze ist eben Open Source und ich würde mal sagen, falls ihr schon so ein Programm gesucht habt, der Download-Link ist in der Beschreibung und ist wie gesagt völlig kostenlos. Das heißt, ich verdiene jetzt nichts dran, wenn ihr jetzt dieses Programm downloadet. Ich finde es einfach nur super gut und es ist meine persönliche Empfehlung oder das beste Tool, das ich überhaupt kenne. Also das heißt, es lohnt sich jetzt hier nicht irgendwie Geld auszugeben, um euer Portfolio so zu tracken und wirklich alle Daten rauszuholen, Diagramme und so weiter. Ich meine, wenn es euch gefällt, könnt ihr auch in Excel, das hat auch alle Funktionalitäten, selber programmieren. Oder es gibt natürlich auch Programme für Excel, die man kaufen kann, aber das ist meiner Meinung nach unnötig, wenn ihr schon so ein kostenloses Programm habt, das alles zur Verfügung stellt mit wunderschönen Diagrammen. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass doch einen Daumen nach oben da und kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, falls du irgendwelche Fragen hast. Ich bin Säuer Sparkoyote, wir sehen uns beim nächsten Mal.